Nachmittag. Willkommen im Wien Museum. Willkommen beim Vienna Humanities Festival. Mein Name ist Matti Bunzel, ich bin der Direktor hier im Museum und wir sind im Kapitel 7 unseres Republiks-Jubiläums-Marathons, der ein großes Experiment war, aber wir haben jetzt auch wieder geplaudert und wir glauben, das war eigentlich ist das total gut aufgegangen. Die Idee ist geboren worden Anfang des Jahres, wurde dann ausgearbeitet von gemeinsam mit dem Dirk Rupnow, der da hier sitzt und der später sprechen wird, Professor für Zeitgeschichte in Innsbruck, und dem Oliver Radkolb, der, glaube ich, da drüben noch ist und gleich kommen wird, Professor für Zeitgeschichte an der Uni Wien. Könnt ihr leiser sein da drüben? Wo ist die Denise? Kannst du? Danke. Und gemeinsam haben wir diesen Plan gefasst, die 100 Jahre Geschichte der Republik Österreich in zehn Kapiteln aufzuzählen, in 10 Dekaden, 18 bis 28, 18 bis 38 und so weiter, und jede Dekade mit 2 Historikerinnen zu diskutieren. Und wir sind angekommen in einem extrem spannenden Jahrzehnt, 1978 bis 88, und ich freue mich riesig, 2 nicht nur Kollegen, sondern Freunde hier begrüßen zu dürfen. Beim Daron, was mir gerade einfällt, ist, du warst ja auch im ersten Humanities Festival, da sind wir genau hier gesessen auch schon. Und das ist einfach schön. Und Heidemarie ist auch immer wieder auf dieser Bühne, was mich immer wirklich, wirklich freut. Um euch kurz vorzustellen, wir machen das sehr, sehr knapp, nur wer die Leute sind, und dann wird eine Publikation ausgewählt. Also ich habe aus den vielen Publikationen von euch beiden jeweils eine ausgesucht. Also Doron Rabinowitsch, kennen Sie sicher, viele von Ihnen als Schriftsteller, weit gefeierter Schriftsteller, aber, und das ist hier sehr, sehr wichtig, auch Historiker, ausgebildeter Historiker und natürlich auch einer der wortgewandtesten, ich bin schon wieder, was ist es? Aktivisten Österreichs, mit einer wirklich eine für mich ein Public Intellectual der ersten Güte. Und das Buch, das ich mir hier ausgesucht habe, ist ein großes historisches Buch, basierend auf deiner Dissertation, ein wirklich fundamental wichtiges Buch zur Wiener und österreichischen Geschichte, Instanzen der Ohnmacht, Wien 1938 bis 1945, der Weg zum Judenrat, also wie die Nazis eine Gemeindestruktur der jüdischen Gemeinde aufgezwungen hat und wie sie dann agiert hat. Ein fundamental wichtiges Buch. Zu meiner Rechten die Heidemarie Uhl, auch sie ist sicher vielen von Ihnen bekannt. Du bist auch ein Public Intellectual eigentlich, mehr und mehr, was mich irrsinnig freut, auch ganz wichtige, du bist ganz wichtig im Haus der Geschichte jetzt und in vielen, vielen anderen öffentlichen Debatten. Du bist Historikerin am Institut für Kulturwissenschaften und Theatergeschichte an der Österreichischen Akademie der Wissenschaften und auch viele, viele Publikationen, aber ich habe eins mir ausgesucht, zwischen Versöhnung und Verstörung. Ein ganz, ganz wichtiges Thema, das wir hier haben werden, 78 bis 88, hat mit Erinnerung zu tun. Wir werden auch andere Dinge besprechen, aber das ist ein Moment, wo die österreichische Geschichte oder der österreichische Teil der Geschichte des sogenannten Dritten Reiches ganz im Zentrum steht. Wir hatten am Freitag die Premiere von Ruth Beckermanns neuem Film Waldheims Walzer und ich glaube, die Ruth hat ganz recht, dass es ein Moment ist, auch in unserer heutigen Zeit, wo man über die Bedeutung von Geschichte und wie man mit Geschichte umgeht, wirklich nachdenken kann und soll. Und das werden wir gemeinsam tun im Kontext dieses Jahrzehnts. So. Aber bevor wir das machen, haben wir ein Ritual, eine Zeremonie, weil wir sind ja ein Museum mit einer unglaublich tollen Sammlung von weit über 1 Million Objekten. Und ich habe mich gemeinsam mit unserem Kurator Gerhard Milchram zusammengesetzt und wir haben für jedes Jahrzehnt, das wir diskutieren, ein exemplarisches Objekt gesucht. Und hier sind wir gescheitert. Wir wollten ein Objekt, aber wir haben es nicht. Das ist das große, auch selbst 1,5 Millionen Objekte heißt immer noch, dass es viele Dinge gibt, die wir gerne hätten, aber nicht haben. Wir wussten, was wir wollten, aber wir haben es nicht in unserer Sammlung. Und dann haben wir etwas gemacht, was Museen in so einer Situation machen. Wir haben geforscht, geforscht, geforscht und wir haben es gefunden bei einem privaten Eigentümer, die uns das freundlicherweise als Leihgabe zur Verfügung gestellt hat. Und der Gerhard und ich, die genau dieses Objekt wollten, haben genau dieses Objekt bekommen. Es gehört uns noch nicht. Man kann
das hoffentlich ändern. Also ich würde es sehr, sehr gerne für das Museum irgendwann erwerben. Und es ist für mich ein ganz, ganz wichtiges Objekt. Und wir werden es jetzt enthüllen und dann werde ich euch bitten, es uns vorzustellen. Und das ist der Beginn der Diskussion. Okay, es ist klein. Eins, zwei, drei. Und natürlich ist es dann nachher auch aus der Nähe zu bewundern. Habt ihr es einmal gesehen aus der Nähe? Habt ihr nur Fotos? Hey, Damri, willst du uns vielleicht sagen, was das ist? Also dieses Objekt, und du weißt wahrscheinlich sicher mehr über die Geschichte als ich, ist einerseits etwas, was, ich würde sagen, es ist ein Double-Faced-Objekt. Es ist ein sehr ambivalentes Objekt. Wir sehen alle, das ist der sogenannte straßenwaschende Jude vom Rüdlitschka-Denkmal am Albertinerplatz. Was wir jetzt... In einer ersten Version. In einer ersten Version, ja. Aber das Besondere daran ist, dass Sie hier eine Miniatur sehen, in Bronze nehme ich an. Und es war unglaublich umstritten, dass Rüdlitschka quasi diese Figur, was ja normal für ein Kunstwerk ja, denkt man sich, keine große Sache ist, eben in dieser Miniaturform verkauft, so quasi, dass sich jeder, also es war ein Miniskandal, würde ich sagen, ein Mini-Kunstskandal in dieser skandalreichen Zeit, dass sich jeder diesen straßenwaschenden Juden und sei es auch der größte Antisemit auf den Schreibtisch stellen kann oder ins Bücherregal. Also hier sehen wir, wie sich zwei Felder schlagen gewissermaßen, nämlich das Feld der Kunst und das Feld der Erinnerungskultur, und diese Spannung ist etwas, was ein Teil dieses Jahrzehnts ist. Absolut. Absolut, und das wird ein ganz, ganz wichtiges Thema sein für uns, das Rilischka, sogenannte Rilischka-Denkmal, Mahnmal gegen Krieg und Faschismus ist der offizielle Name, wurde ja 1988 enthüllt, also am Ende unseres Jahrzehnts. Und in vielerlei Hinsicht ist es fast eine Kulmination von Dingen, die eigentlich in diesem Jahrzehnt passiert sind. Und eine andere Sache, die wir haben, wir hatten es jetzt schon ein bisschen in den letzten zwei Gesprächen, und das ist eine sehr interessante, auch eine methodologische Frage, und zwar ist das die Frage der Gleichzeitigkeit, einerseits ein quasi objektiver, aber nicht wirklich objektiver Historiker oder Historikerin zu sein, andererseits auch ein Akteur in diesen Zeiten. Und da schaue ich jetzt den Doron ganz, ganz, ganz tief in die Augen, weil der Doron Rabinowitsch eigentlich, ich meine, du warst ein, erzähl uns einmal, wie war das? Du bist aufgewachsen, du bist in Wien, du bist in Tel Aviv geworden, aber du bist in Wien aufgewachsen. Und in diesem Jahrzehnt, in dem Jahrzehnt, über das wir hier diskutieren, bist du einerseits Historiker geworden, aber andererseits bist du auch ein Erinnerungsaktivist geworden. Ich war damals ja noch kein Historiker, sondern ich habe mich jahrelang intensiv damit beschäftigt, Medizin nicht zu studieren. Und ich möchte noch ganz kurz zu dem Objekt sagen, das ist wirklich eine fantastische Veranstaltung und ich gratuliere euch, ja, zu dem gesamten Humanities, das sich in diesen Jahren auch entwickelt hat. Ich war ja eben bei der ersten dabei. Gratulation, auch die Kontinuität, aber auch zu diesem Format, dass wir über sozusagen ganz konkrete Objekte sprechen. Das gefällt mir sehr gut und natürlich gefällt es mir auch, und du musst mir erlauben ganz kurz, dass ich... Ja, ich war damals zuvorderst ein Aktivist, zum Leidwesen. Du musst vielleicht erklären, also du bist 61 geboren, das heißt, du warst, also wir reden hier jetzt, 86 ist ein entscheidendes Jahr Waldheim, aber es geht ja schon vor, also du warst in deinen 20ern. Ich war in meinen 20ern und zum Leidwesen meiner Eltern habe ich mich besonders stark engagiert, hineingeworfen in die Debatte, und in den ersten Jahren dieses Jahrzehnts hatte ich mich engagiert für eine ganz andere Frage. Ich war in österreichischen Auseinandersetzungen immer eine Randerscheinung, nämlich in meinem Freundeskreis, weil wenn ich sagte unter meinen sehr oft linken Freunden, dass es einen Antisemitismus in Österreich gibt oder ein Problem mit der Vergangenheit, so wurde das abgetan aus mehreren Gründen, nämlich es gibt ja keine Juden. Und zweitens, der Antisemitismus ist eine biografische Problematik, das stirbt mit den alten Nazis aus
Und damit hat sich's. Und es gibt schon ein Problem, aber das habe ich, ne? Weil ich bin ein bisschen halt hypersensibel, was aber verständlich ist. Und mein besonderes Interesse galt dem Nahen Osten. Und ich habe hier mich engagiert, neben dem Studium, wir gründeten eine Freundesgruppe der israelischen Friedensbewegung Friede Jetzt. Und trotzdem diskutierten wir auch schon viel stärker Fragen der Identität und der Erinnerung, was wir ja jetzt im Nachhinein wissen, keine bloß individuelle Geschichte ist. So, und jetzt zu nur diesem Objekt ganz kurz. Ja, es wurde eben auch als Briefbeschwerer bezeichnet. Und der entscheidende Punkt ist, das erste Mal, dass wir mit Hrdlička in Kontakt kamen, um darüber zu sprechen, persönlich, war im republikanischen Club Neues Österreich, als er vorbeikam und uns erklärte, was er machen möchte und wo das stehen soll. Nur als Kontext, ganz kurz, weil das ist alles so spannend, aber republikanischer Club Neues Österreich, gegründet 1986, im Zuge der Waldheim-Affäre, über die wir auch viel reden werden, eine zivilgesellschaftliche Organisation, wie würdest du erklären, die sich um... Gegen Antisemitismus, Rassismus und gegen Vergangenheitsverleugnung, sagen wir es mal schnell. Und wir waren eine ganz kleine Gruppe im Jahr 86 und empfehle wirklich diesen wunderbaren Film, dann sieht man das, von Ruth Beckermann, Waldheims Walzer. So, und Hrdlička kommt damals in die Grünanger, damals ins Ammerling-Haus, im Ammerlingsbeisel. Und wir sitzen oben und es gibt innerhalb dieser intellektuellen Gruppe durchaus Kritik. Zunächst einmal daran, wie das aufgezogen ist, das Monumentale, das Stalinistische. Aber sein Gegenspieler ist in dieser Zeit die Kronenzeitung, also sind wir natürlich auf jeden Fall auf seiner Seite und finden es sehr amüsant, dass die ganze Zeit das Monument von einem Platz zum anderen herumgeschoben wird. Und er sagt dann, am besten wäre es, wir machen ein Monument auf Rädern. Ne? Ja, er sagt ja, weil er sagt das natürlich in Krim. Und im Scherz. Das heißt, man solidarisiert sich mit ihm, aber man weiß bereits, dass irgendwas fehlt. Und du siehst es ja schon im Namen. Etwas, was nämlich kurz später nicht mehr so möglich war. Und das ist genau das Jahrzehnt. Ein Monument gegen Krieg und Faschismus bezeichnet etwas ganz Bestimmtes nämlich nicht. Und es wird errichtet an einem Ort, wo Bombentote liegen. Und das Interessante ist ja, und ich sage das ohne Respektlosigkeit vor diesen Toten, ja? Aber es sind Tote, die nicht unterscheiden. Es wird kein Unterschied gemacht. Es ist die Bunkergemeinsamkeit, die hier als Opfer angerufen wird, egal ob es der Blockwart war oder der Antinazi oder der besonders engagierte Nazi oder der SS-Mann. Es ist keine Lagergemeinschaft, ja? Es ist eine andere Gemeinschaft, die an dir hier erinnert wird. Und das Ende dieses Monuments ist die Erklärung des Staates mit all seiner Problematik. Wollen wir es kurz, ich weiß nicht, wir sind so drinnen in dem, und ich muss, also auch jetzt kann ich auch mich outen, die allererste wissenschaftliche Publikation, die ich geschrieben habe als Kulturhistoriker, war über dieses Denkmal. Über das Hrdlička-Denkmal am Albertiner Platz. Also wir haben das auch persönlich schon seit über 20 Jahren, 30 Jahren diskutiert. Aber nur damit es ganz klar ist, also wir reden von ein paar Dingen gleichzeitig und wir werden die alle aufdröseln, aber diese Skulptur ist ein erster Entwurf noch aus den 70er Jahren für die Figur des straßenwaschenden Juden, die natürlich wiederum zurückgeht auf die historischen Realitäten, dokumentiert vor allem auf Fotos und einem ganz kurzen Film, der später aufgetaucht ist, der sogenannten Reibepartien im Anschluss an den Anschluss, wo Juden gezwungen worden sind, die Parolen für die Unabhängigkeit Österreichs bei einer Volksabstimmung, zu der es nicht mehr gekommen ist, wegzuwaschen. Hrdlička hatte sich entschieden, schon in den 70er Jahren das zu einem Kunstwerk zu machen und das ist ein erster Entwurf. Wenn Sie sich den dann anschauen genau, er nimmt vorweg die Form, wie sie jetzt am Albertiner Platz ist, aber sie ist nicht identisch. Auch das ist hochinteressant, können wir dann auch noch drüber reden. Denn zum Zeitpunkt, als Hrdlička das als ganzes Denkmal, nämlich Mahnmal gegen Krieg und Faschismus, konzipiert,
mit der starken Unterstützung von Helmut Zilk, ohne ihn wäre das nicht gegangen, ist diese Figur ein Teil eines Ensembles. Und darauf hast du jetzt schon hingewiesen. Und dieses Ensemble, das Sie, wie gesagt, jederzeit am Albertiner Platz sehen können, aber es ist ungewöhnlich, es ist, Hrnčka war ein unbequemer Künstler in vielerlei Hinsicht. Und er hat sich sehr stark gegen künstlerische Moden gestellt. Und eine der Dinge, die ihm zuwider waren, war der starke Trend zur Abstraktion, der ja wirklich dominiert in aktuellen Gedenk- und Denkmälern. Wenn Sie sich denken, vielleicht axiomatisch wäre das Mahnmal in Berlin, das an den Holocaust erinnert, diese Stelen, diese abstrakten Stelen, oder selbst das Rachel Whiteread-Monument bei uns am Judenplatz, das ein bisschen repräsentativ ist mit einer inversierten Bibliothek, aber doch relativ abstrakt. Hrnčka hat ganz bewusst, er wollte was sehr Figuratives und er wollte etwas, was seine Geschichte erzählt. Und was so interessant ist an diesem Denkmal, es hat eben vier Teile und diese vier Teile will der Künstler oder wollte der Künstler, dass man ihn nacheinander sieht. Und es beginnt mit dem Tor der Gewalt, das schon sozusagen das Leiden der Menschen vorwegnimmt, sowohl der Zivilbevölkerung als auch der Soldaten. Und dann geht man durch dieses Tor der Gewalt und kommt auf den straßenwaschenden Juden, der natürlich auf dem Boden kniet. Historisch waren das hauptsächlich Zahnbürsten. Hrnčka gibt dem eine sehr große Bürste. Mein Vater sagt ihm, er hat ihn auch ausschauen lassen wie Karl Marx. Darüber kann man diskutieren. Er hat auch eine Kippa, eine Jarmulke. Dann geht man von dieser Figur zur nächsten Figur und die nächste Figur ist eine Hades-Figur, die an die Toten erinnert, die am Albertinerplatz begraben liegen, als der Albrechthof, glaube ich, 44 oder 45 eingestürzt ist und Menschen, die im Luftschutzkeller waren, lebendig begraben hatten, die dann gestorben sind. Und das, und was hast du jetzt schon darauf hingewiesen, es endet im Stein der Republik, der einfach die Unabhängigkeitserklärung am 27. April 1945 darstellt. Also es ist eine, was wir eine Teleologie nennen würden. Es endet mit dem Triumph des neuen Österreichs. Nachdem alle diese Leiden durchschritten sind, gibt es ein gutes Ende. Ja, es ist ein Monument sozusagen dessen, was dann im Jahr 86 als die österreichische Lebenslüge bezeichnet wird. Und es ist interessant, dass es nach eigentlich dem Splittern dieser Staatlegitimation entsteht. Das heißt eigentlich schon zur Unzeit. Aber es fehlt in diesem Ambiente natürlich etwas ganz Entscheidendes. Nämlich, man sieht den Juden, und zwar so, wie sich junge Juden wohl eigentlich nicht dargestellt haben, sehen wollen, klar. Aber abgesehen davon fehlen die österreichischen Nichtjuden, die an diesem Ambiente teilgenommen haben. Und ohne die wäre der ja nicht am Boden. Nämlich jene, die ihn dazu zwangen. Die sind nicht da. Hier kommt wieder Ruth Beckermann ins Spiel. Die ja, wie hieß diese Installation, Déjà-vu? Nein, Unzugehörig zur See, der dann entsteht, aber ich rede von der Videoinstallation vor erinnert zwei sich Jahren. Den formalen Namen, The Missing Link, glaube ich, oder nein? Ich glaube Missing Link und das Déjà-vu war was anderes. Das Déjà-vu war eine, in dieser Installation, eine Intervention, wo sie auch noch hineingenommen hat, die Bilder von der FPÖ-Demonstration gegen Flüchtlinge, die Geflohene, die gerade im Jahr 2015 ankommen, denn das war ja im Jahr 2015. Also die fehlen, das ist ein entscheidender Punkt, der in diesem Monument interessant ist. Und interessant, nur noch eine, wir haben damals sozusagen zunächst einmal gegen jene Front gekämpft, die im Jahr 86 ja auch Waldheim in die Hofburg getragen hat. Die Auseinandersetzung mit Hrdlička kam danach. Absolut. Und jetzt werden wir einen Schritt zurückgehen und die Heine-Marie, die wirklich, also du bist die Historikerin der Erinnerung in Österreich. Wir beginnen ja mit 78. Also, wie würdest du charakterisieren, wie die dominante Erinnerungsform, vor allem an das Dritte Reich, an den Anschluss und so weiter, war, bevor all diese Dinge passiert sind? Wir werden dann über 1985 kurz reden, Friedensschlager reden, über Waldheim und dann über Hrdlička als drei ganz wichtige Momente. Aber das ist ja, das kommt erst später. Also wir sind 78, wir sind eigentlich fast am Höhepunkt der Regierung Kreisky.
auch hochinteressant, erinnerungspolitisch, Kreisky natürlich ein assimilierter Jude, immer wieder antisemitisch angefeindet, nicht zuletzt 1970 bei der Wahl. Josef Klaus plakatiert sich als ein echter Österreicher im Gegensatz zum Juden Kreisky. Wie würdest du charakterisieren Erinnerungspolitik circa 1980? Das Spannende, wenn man auf 1978 schaut, ist, dass, also 78 war insofern, sagen wir so, das Ambivalente im Blick darauf ist, dass Österreich 1978 geglaubt hat, seine Vergangenheit erfolgreich bewältigt zu haben. Zum ersten Mal im Jahr 78 gab es überhaupt quasi feierliche Anlässe zum Anschlussgedenken. Also es gab eine Festsitzung und es gab eine Diskussion mit Jugendlichen und so weiter und so fort. Aber alles im Brustton der Überzeugung, Österreich hat seine Vergangenheit positiv bewältigt. Und was hat das geheißen? Das hat geheißen, erstens, die österreichische Nation wurde durchgesetzt, denn eines der ganz wesentlichen, könnte man sagen, politischen Konfliktfelder der Nachkriegszeit war der Kampf um die österreichische Nation. Es gibt meiner Meinung nach ein vergessenes Jahrzehnt in der österreichischen Zeitgeschichte und das sind die Jahre 55 bis 65. Wir feiern immer 55 als das Jubiläum des Staatsvertrages. Was aber 55 auch nach sich gezogen hat, war ein Erstarken des Deutschnationalismus, das heute überhaupt nicht mehr bewusst ist. Also als Fanal galten die Schillerfeiern 1959, wo erstmals wieder Burschenschaften mit einem Fackelzug auf der Ringstraße demonstriert haben. Also das war wirklich erschreckend. Es kamen die großen Denkmalkonflikte, in denen es immer auch um die Frage, wie stark und wie dominant sind gerade auf regionaler Ebene wieder deutschnationale Stimmen. Also insofern ist quasi die Durchsetzung eines österreichischen Nationalbewusstseins der erste große Punkt des Lernens aus der Geschichte. Also 1978 war die Überzeugung, wir haben die richtigen Lehren aus der Geschichte gezogen. Die da waren österreichische Nation, die Überwindung, die Versöhnung der Bürgerkriegsgegner von 1934 im Geist der Lagerstraße und als drittes der Wohlstand, die Sozialpartnerschaft als Garant, dass es nie mehr wieder zu faschistischen Erscheinungen kommen wird. Das heißt, wenn wir dann 1978, 40 Jahre Anschluss gedenken, gedenken wir den Moment, wo das alles katastrophal geendet hat und wir müssen daraus lernen, dass wir den Konsens der Zweiten Republik aufrechterhalten. Der Punkt ist, wenn wir auf 78 oder überhaupt auch auf die Historiografie der Nachkriegszeit blicken, gerade auch auf die 68er Generation, dann gab es eigentlich einen, würde ich sagen, das ist nicht einmal als Grundkonsens zu bezeichnen, Konsens hieße ja, man überlegt auch noch andere Aspekte, sondern eine Selbstverständlichkeit, dass die österreichische Geschichte spätestens am 13. März 1938 zu Ende war. Und was die Agenda der 68er Generation unter den Historikern war, das war eine zweifache. Die heiße Geschichte war de facto bis Waldheim, bis 86, die Jahre 1933, 34 bis 38. Also das war der österreichische Historikerstreit. Und die zweite Agenda in Bezug auf den Nationalsozialismus war die Durchsetzung des Widerstandes, also quasi die Reaktivierung eigentlich der Opferthese als gewissermaßen Basis der Zweiten Republik. Wir dürfen nicht vergessen, dass die Würdigung des Widerstandes ja etwas war, was nur sehr kurzfristig nach 45 wirksam war. 48 Minderbelastetenamnestie, 90% der 500.000 österreichischen NS-Mitglieder werden gewissermaßen von den Sühnefolgen befreit, haben das Wahlrecht wieder, 1949 die ersten Wahlen. Der Verband der Unabhängigen wird gegründet, quasi als Partei für ehemalige Nationalsozialisten. In dieser Phase ist außenpolitisch der Kalte Krieg wirksam, das heißt ab 48, 49 gilt Widerstand als kommunistisch und als quasi außerhalb des Verfassungsbogens, wie man so schön sagen würde. Auch die Widerstandsorganisationen trennen sich in Parteiorganisationen, also keiner wollte mit den kommunistischen Widerstandserinnerungen etwas zu tun haben. Und die Agenda, wie gesagt, der 68er Generation, und das sieht man ganz genau an den Schulbüchern, plötzlich, also die NS-Zeit gehört nicht zu Österreich und das einzige Thema, das in die österreichische Geschichte hineinragt, ist der österreichische Widerstand. Wie wird der Widerstand gezeigt? Natürlich von der gesamten Gesellschaft getragen, von allen Parteien, von allen gesellschaftlichen Gruppen. Deshalb die Lagerstraße. Die Lagerstraße gewissermaßen. Nur
um die Differenzierung noch etwas komplexer zu machen, natürlich war das nur auf offizieller Ebene dieser Konsens über die Vergangenheit. Unterhalb dieser offiziellen Ebene gab es natürlich die Weiterführung der Auseinandersetzungen, wer ist schuld an 1938? Und das war die Streitfrage vor Waldheim. Also für die Sozialdemokratie hat gewissermaßen der Start in den Abgrund 1933 begonnen. Und für die ÖVP war es gewissermaßen der Widerstandskampf gegen den Nationalsozialismus. Also hier haben natürlich wieder, also auf Parteiebene war gerade, aber auch hier war natürlich die Jahre 33 bis 38 der Konfliktgenerator. Also wir haben das übliche offizielle Konsens, parteipolitischer Konflikt. Es ist eine unglaublich interessante und komplexe Situation, vielleicht sogar noch schwieriger gemacht, dadurch, dass das alles so heutig ist. Weil ich meine, wir müssen jetzt nicht über Tagespolitik reden, um zu wissen, das sind Themen, die sind jeden Tag in den Nachrichten. Ich sage euch, wie ich darüber denke, vielleicht ist das reduktiv, aber also sozusagen, also wie ich die Erinnerungspolitik sehe bis circa Mitte der 80er Jahre. Ich sehe es im Grunde als eine implizite Auseinandersetzung zwischen dem Opfermythos, der da ist, die offizielle Geschichtsschreibung des Staates Österreich. Österreich war das erste Opfer, was natürlich staatspolitisch nicht falsch ist. Österreich verliert seine Souveränität, wird Teil eines anderen Staates. Kann man so argumentieren, übersieht natürlich die sozialen Realitäten, wie wir es wissen. Aber der sozusagen ein Grundkonsens, ein antifaschistischer Grundkonsens, der sozusagen der Zweiten Republik irgendwie unterliegt, der aber das Land eben diesen generellen und kollektiven Opferstatus gibt. Das war die progressive Version, denn die andere und im Wettbewerb befindliche Repräsentation war und von vielen Teilen der Bevölkerung getragen, na klar war man mit Deutschland und wir haben verloren. Die Frage, was 1945 ist, war das eine Befreiung oder eine Niederlage, ist in dieser Zeit überhaupt nicht ausdiskutiert. Und sozusagen der offizielle Narrativ wäre, es ist eine Befreiung, gefolgt von Besatzung, aber wir sind, die Unterjochung Österreichs ist vorbei, Österreich hat wieder eine Regierung 1945 und es kriegt dann den Staatsvertrag 55, aber für viele Teile der Bevölkerung, nicht nur das dritte Lager, aber war 1945 die Niederlage, wir haben den Krieg verloren. Das sehe ich als die zwei dominanten Positionen und wenn ihr d'accord seid mit dieser Konstruktion, dann passiert nämlich in der Mitte der 80er Jahre etwas ganz anderes, das nämlich sich gegen beide dieser Konstruktionen stellt, gegen die Konstruktion von Österreich als Verlierer zusammen mit Deutschland sowieso, aber eben auch gegen die Konstruktion als Österreich als kollektives Opfer. Für mich, und da möchte ich jetzt total einhaken, weil das ist irgendwie der erste Moment dieses öffentlichen Aktivismus, meiner Meinung nach gegen diese beiden Positionen. Wir assoziieren das mit Waldheim, aber da gab es 1985, im Jahr davor, schon einen ganz großen Moment, der eine erste große Mobilisierung produziert hat. Und da wollte ich dich fragen, was war das daran und warst du da schon dabei persönlich, Reda Frischenschlager? Ja, ich war ziemlich früh demonstrierend unterwegs und protestierend, als jugendlicher Mittelschüler haben wir schon protestiert bei der Peter-Wiesenthal-Kreisky-Geschichte. Das ist wieder was anderes. Und dann später eben auch bei der rot-blauen Koalition. Es gab kleine Demonstrationen dagegen. Und natürlich bei der Frischenschlager-Geschichte. Also Peter Kreisky wäre 75 gewesen oder war 75. Rot-blaue Koalition 83. Frischenschlager Reda 85. Und wir haben tatsächlich etwas, was aufhört, tatsächlich so in diese Richtung 78, 79, was völlig alles verändert. Nämlich davor war dieses patriotische Bewusstsein sozial eigentlich, Sozialstaat war beinahe ein patriotischer Konsens. Und hier ändert sich auch ja etwas in den 80er Jahren. Die Gesellschaft wird differenzierter und auch der Sozialstaat kommt in eine neue Phase, ist nicht mehr patriotischer Konsens. Es kommt die Debatte über die Sparpolitik auf, ich erinnere an Thatcher. Und ja,
die Diskussion wird internationaler. Wir können das österreichisch aufdröseln. Wir können sagen, dass das, was bei Frischenstaager Reda passiert ist, etwas damit zu tun hat, dass man eben den World Jewish Congress nach Wien eingeladen hat. Aber das sind alles Anzeichen einer Globalisierung der Erinnerung. Und was dann passiert ist, dass wir noch nicht wissen, wo wir eigentlich drinnen stecken. Es gibt zwei Objekte, die ich einführen würde, wenn ich mich erinnere an meine Schulzeit und meine Studentenzeit, was für Objekte für mich wichtig wären in diesen zwei Jahrzehnten, 68 bis 78 und 78 bis 88. Und zwar in dieser Schulzeit hatten manche Schüler schon diese Texas Instrument Taschenrechner. Also es war eine entscheidende Erfindung der 70er Jahre ist ja der Mikroprozessor. Du kannst Dinge durchrechnen im sozialen Bereich und auch im Raumfahrt und so weiter, die ja vorher so, es gab ja Leute, die mir das vorgerechnet haben am Tisch, nicht? Und das war völlig neu. Aber das Zweite war in der anderen Phase, dass es jetzt plötzlich Personal Computers geben sollte und dass große Systeme daran zerbrochen sind, dass es eine elektronische Revolution gab. Noch nicht das Internet und noch nicht das, was wir heute noch sehen, aber doch eine Revolution, in der eben das möglich wurde, was wir im Nachhinein Globalisierung nennen. Und was letztlich auch bedeutet hat, dass die Form, vorher etwas nur national zu sehen, nur national diskutieren, sich als das Opfer des Dritten Reiches, als das Opfer Hitlers darzustellen, an seine Grenze kam. Und das ist es, glaube ich, was bei der Frischenstaager Reda-Affäre das erste Mal aufschlägt. Kannst du nur ganz kurz, vielleicht wissen ja, die also es, nicht alle, was war das? Der Kriegsverbrecher Reda, der in Italien in Haft sitzt, für den sich alle Regierungen einsetzen, dass er freikommt, kommt frei 1985 und wird empfangen, als handele es sich um einen Staatsgast, nicht? Also es fährt der Minister und interessanterweise der Verteidigungsminister und interessanterweise der Verteidigungsminister der Freiheitlichen Partei, der allerdings dazu kommt, weil ein anderer sozialdemokratischer Minister ihm sagt, dass er doch bitte das machen soll. Also es ist nicht so, dass das der Frischenstaager gemacht hat als Freiheitlicher. Nein, da gab es in Österreich einen Konsens und plötzlich aber schaut die Welt zu. Also was ich die Welt schaut zu, wie ein österreichischer Minister einem unleugbaren Kriegsverbrecher die Ehre erweist. Die Ehre erweist und der muss abgeholt werden vom Minister, als wäre er ein Staatsempfang. Und das ist eine Veränderung, die so interessant ist, weil ich möchte euch darauf hinweisen, Österreich ist ja der Ort, wo mit der Staatswerdung man eine neue Phase des Kalten Krieges gesehen hatte, nicht? Entspannungspolitik, das war ja ein früher Punkt in Europa an dieser Schneise, ein neutraler Staat. Und es ist aber der erste Punkt auch, wo wir das Ende des Kalten Krieges sehen, des Geistes des Kalten Krieges, und wir wissen es aber noch nicht. Aber das ist es ja, was passiert. Die Diskussion rund um Frischenstaager Reda, rund um Waldheim, wird dann in anderen Ländern fortgesetzt. Es treten ins Zentrum nicht die Eichmänner, nicht die Reda, nicht der Friedrich Peter, der in einer Mordbrigade war, sondern ein Kurt Waldheim. Und in der Schweiz die Banken. Und in den Niederlanden die Gesellschaft, wie sie sich dazu verhalten hat. Und in Frankreich die Resistance. Das heißt, die Fragen werden neu diskutiert, so wie sie während des Kalten Krieges nicht diskutiert werden konnten. Bei Waldheim ist es ganz eindeutig. Es konnte nicht so diskutiert werden wegen global strategischen Interessen. Und jetzt plötzlich ändern sich diese Interessen. Und das ist das erste Mal 1985, dass man diese Veränderung sieht. Aber es ist dieses erinnerungspolitische Feld, auf dem wir es sehen. Es passieren ja, abgesehen davon, noch viele andere Dinge in der Gesellschaft, die wir auch noch ansprechen können. Aber man kann sozusagen den Deckel nicht mehr draufhalten. Nein, das ist eine wunderbare Metapher mit dem Deckel.
als Historikerin der Erinnerung, wenn du jetzt, du hast in Amerika unterrichtet zum Beispiel und du musst amerikanischen Studenten die Waldheim-Affäre erklären, wie gehst du das an? Zunächst einmal haben wir ein wichtiges Datum noch zu erwähnen. Das ist, denke ich, eine Zäsur, die in ganz im Western Mind, Mind of Western Civilization, könnte man sagen, eine Rolle spielt. Das ist die Ausstrahlung von Holocaust 1978, 1979 in Österreich. Und eine TV-Miniserie. Über die quasi namengebend wurde. Wenn ich amerikanischen Studierenden die Waldheim-Debatte erklären würde, würde ich mit Tony Judd beginnen, der retrospektiv 1982, glaube ich, oder 83 in seinem Artikel The Past is in Our Country als erster Europa ins Blickfeld genommen hat. Und da würde ich dir ein wenig widersprechen. Die Waldheim-Affäre ist noch ganz im nationalen Container verlaufen. Also an Austrian Affair, natürlich mit der Involvierung vom Jewish World Congress, vom Spiegel zum Beispiel. Ich würde die Frage stellen, was wir hier sehen, ist ein europäischer Prozess, der in jedem Land anders verlaufen ist. Und zwar in jedem Land am größten Widerspruch zwischen dem offiziellen Narrativ und dem von unten. Und du hast das ja sehr schön charakterisiert. Die Opferthese war jahrzehntelang eine höchst schmale Selbstdarstellung nach außen und in den Schulbüchern. Erst in den 70er Jahren wurde sie quasi durchgesetzt, könnte man sagen. Und die Waldheim-Affäre lässt sich ja nur damit erklären, dass die Generation Waldheim ja genau durch diese Schulbücher sozialisiert war. Das heißt, die haben an die Opfer diese geglaubt. Die vor ihnen haben das ja gar nicht geglaubt. Die wussten ja, dass das alles so nicht stimmen kann. Das heißt, wir haben eine sehr starke populistische Gegenthese, die sich ja in jedem Kriegerdenkmal in diesem Land zeigt, die die Österreicher nicht als Opfer des Nationalsozialismus 38, sondern als Opfer des Krieges gegen den Nationalsozialismus 44, 45 sieht. Und das hat eigentlich dieser latente Konflikt hat eigentlich die ganze Zweite Republik durchzogen. Ich würde die Frage stellen, um nochmal zurückzukommen, was ist dann das Besondere an der Waldheim-Debatte? Wir haben 85 die Weizsäcker Rede in der Bundesrepublik, wir haben 87... Was sagt Weizsäcker? Und als Präsident damals. Als Präsident, der deutsche Bundespräsident Weizsäcker hat als erster das Jahr 45 als Befreiung bezeichnet. Dazu muss man wissen, dass das eigentlich die kommunistische Terminologie der DDR war. Also es war auch eine semantische Enteignung der DDR, des DDR-Narrativs. Und 86 der Historikerstreit um die Vergleichbarkeit des Holocaust mit Verbrechen des Stalinismus. Das ist eine also in unserem Feld der Geschichte eine riesige Sache, die damals öffentlich geworden ist, aber die heute, glaube ich, nur mehr von Spezialisten erklärt. Aber wir müssen es ganz kurz erklären. Der deutsche Historikerstreit ging darum, kann man den Holocaust und die stalinistischen Verbrechen vergleichen? Und hier wurde eine ganze Reihe von quasi aus der historischen Literatur könnte man sagen, erstmals ein Fokus gerichtet auf diese Frage mit dem Ergebnis, dass dieser, also man kann natürlich alles mit allen vergleichen, aber erstens, dass dieser Vergleich natürlich immer ein Versuch der Relativierung und der Schuldabwehr ist und dass dieser Vergleich eigentlich gerade die Unterschiede zeigt. Mit dem quasi jetzt, sage ich mal, einen dieser Schlüsselsätze in der Diskussion. Dan Diener zum Beispiel hat von Zivilisationsbruch Auschwitz gesprochen oder Tony Judd davon, amerikanischer Historiker, dass das heutige Europa auf den Krematorien von Auschwitz errichtet wurde. Das heißt, was hier passiert, ist ja viel mehr als Waldheim. Das ist, könnte man sagen, eine vollkommen neuer, nämlich in der ganzen westlichen Welt gewissermaßen neuer Zugang zur Vergangenheit, der ja auch zu also da gibt es ja auch kritische Stimmen, die sagen, wenn der Holocaust ein Zivilisationsbruch in der Menschheitsgeschichte ist, dann relativiert sich die deutsche Schuld ein wenig, ja? Also wenn es um die Menschheit geht. Also wie gesagt, ich möchte nur darauf hin, es ist so spannend eure Diskussion, weil der Doron hat es sozusagen die Internationalität von Waldheim betont. Du betonst die Nationalität der Debatte, aber bringst sie in diesen globalen Kontext. Also ihr seid, es ist interessant, ihr habt nicht die gleiche Position, aber es ist ein extrem interessantes Spannungsfeld. Ich glaube, es ist schon komplementär. Ich glaube schon, dass es komplementär ist, weil wenn man früher in Österreich gesagt hat, ich habe so wie 100.000 andere Österreicher meine Pflicht erfüllt, was ja andere gesagt haben. Friedrich Peter 1975 und keiner hat sich aufgeregt. Und auch Scherf, ja?
Schärf hat das gesagt in den 50ern und es hat sich niemand aufgeregt. Was hat sich verändert? Wir haben es jetzt zu tun mit der Möglichkeit, dass das woanders sofort über CBS und New York Times diskutiert wird. Wir haben aber auch die Tatsache, dass das, was diskutiert wird, einem österreichischen Kanzler später, nach dem Ausbrechen der Franz Vanitzky, sehr bewusst ist, was das bedeutet. Es bedeutet nämlich etwas auf dem internationalen Finanzmarkt. Und da ändert sich etwas, weil nämlich Finanztransaktionen, und deswegen habe ich vor auf den Personal Computer verwiesen, werden nun anders als 10 Jahre vorher getätigt. Der gesamte Aktienmarkt funktioniert anders. Das heißt, es ist nicht mehr irgendein Land in den Alpen. Und dieses Land in den Alpen hat ein Interesse daran, dass die Diskussion nicht völlig entgleitet. Aber sie entgleitet völlig, weil die ÖVP, die während des Kalten Krieges niemals die amerikanische Position kritisiert hätte, kommt jetzt in eine komische Situation, weil sie gegen die Ostküste argumentiert. Und die kommunistische Partei weiß in diesem ganzen Wahlkampf überhaupt nicht, wo sie stehen soll und sagt am Tag nach dem ersten Wahlgang oder nach der Wahl, die Zionisten haben sich mit ihrer Kampagne nicht durchgesetzt. Es ist alles verrückt. Das ist übrigens die Zeit, wo, wenn ich daran erinnern darf, das ist schon die Zeit, wo Ronald Reagan und Gorbatschow ihre Neujahrsansprachen austauschen. Und es können die Amerikaner den russischen, also den sowjetischen, und die Sowjets den amerikanischen Präsidenten hören. Es ist die Zeit, wo Helmut Kohls Neujahrsansprache übrigens verwechselt wird. Und ich glaube, ich weiß jetzt nicht mehr, ob es 88, 89 oder 87, 88 ist. Es wird die falsche Neujahrsansprache abgespielt. Es ist eine Zeit, in der sozusagen plötzlich alles auf den Kopf gestellt wird. Ich rede von den 80er Jahren. Wir erinnern uns an die damaligen Partys. Wir erinnern uns daran, wie das Schlagwort war, anything goes. Und wir erinnern uns, dass wir gemerkt haben, irgendwas ist in Bewegung. Und was in Bewegung war, waren die tektonischen Veränderungen vor einem riesigen Erdbeben. Die Sowjetunion war gerade dabei, zusammenzubrechen. Ja. Wenn du damals Historiker aus der DDR angehört hast, dann hast du gemerkt, ja, die lügen zwar genauso wie vorher, nur es regt uns nicht mehr auf, weil niemand, nicht einmal sie, glauben mehr daran. Es war vorbei. Das ist ein wunderbarer Gedanke und das ist natürlich jetzt aus doch schon ziemlicher zeitlicher Distanz auch eine Frage der Periodisierung, ob wir sozusagen Waldheim als Ende des nationalstaatlichen Diskurses sehen oder als Beginn eines transnationalen, europäischen, globalen. Und beides hat Stärken, aber was du jetzt sagst, Ron, finde ich so, so stark, dass das im Grunde vielleicht damals auch als Zeit empfunden worden ist, wo all diese Dinge im Flux waren. Und das stimmt schon. Da war, also ich erinnere mich, als ich war 15, 1986, und ich habe schon das Gefühl gehabt, da passiert etwas Neues. Es war unglaublich, eine unglaubliche Energie in der Gesellschaft, ich bin ja ein Angsthase, es hat mich ja sehr beängstigt, aber es war eindeutig, die alte Zeit hat ja, natürlich, politisch waren die großen Debatten genau Glasnost und Perestroika und dann zum Beispiel Tschernobyl, also was ja auch zu diesem Fatalismus auch geführt hat. Das war eine sehr interessante Sache, dass 1986 sehr unterschiedlich diskutiert worden ist, je nachdem in welcher, wie sagt man das soziologisch, Kohorte man sich befunden hat. Nämlich ging es um Tschernobyl, ging es um Waldheim, ging es um Hainburg, das war davor. Das heißt, hier gab es auch sehr große Unterschiede der Debatte, aber was sich zeigt, ist ja, dass sich was auflöst, dass sich sozusagen die großen Parteien, dass die Gesellschaft sich differenziert hat. Also ich würde sagen, wenn wir uns die Frage stellen, wie ist, und jetzt sage ich nicht Waldheim, sondern wie sind diese Grundsatzkonflikte und die Vergangenheit, die in Frankreich stattfinden, die praktisch in jedem europäischen Land stattgefunden haben und nach 1989 auch in den Ländern des ehemaligen Ostblocks, wir sehen ein Muster und ich glaube, was uns heute fehlt, ist das Erstaunen über die Macht des Gedächtnisses. Ja? 1988 erschien das erste Buch, wissenschaftliche Buch, das überhaupt Gedächtnis im Titel hatte. Kultur und Gedächtnis von Aßmann und zweiten Autor, habe ich jetzt gerade vergessen.
Und welches Boom-Gedächtnis hatte er? Also Pierre Nora hat im Jahr 2000 übrigens auf Einladung der neuen schwarz-blauen Koalition bei einer Tagung zum Gedächtnis des Jahrhunderts gesagt, das ist quasi so eine Bewegung, so stark und machtvoll, dass es uns eigentlich mit Unverständnis erfüllen musste. Und natürlich kann man sich die Frage stellen, was war, bevor Gedächtnis Vergangenheit so wichtig wurde. Erstens einmal heißt das auch das Ende von Zukunft. Das heißt, in den 70er Jahren, in den 60er Jahren war die Leitdifferenz in einer Gesellschaft, welche Zukunftserwartungen gibt es. Erwarte ich mir die klassenlose Gesellschaft, erwarte ich mir immer mehr, also wenn wir die Historiker anschauen, Wähler und andere, der neuen Geschichtsschreibung in den 60er, 70er Jahren, dann war das eine immer demokratischere, immer quasi von Demokratie durchflutetere Bewegung, die ständig in Reform sein muss. Was Gedächtnis auch bedeutet, ist A, das Verschwinden der Zukunft. Zukunft wird zur Dystopie. Es gibt eigentlich keinen Optimismus mehr, sondern nur noch Zukunftsangst. Und das Zweite, und das ist wirklich, hat, denke ich, doch auch mit dieser neuen Sortierung von Habitus, Mindset, Geschichtsgefühl oder überhaupt Gefühlslagen von Gesellschaften zu tun, das ist das Zerbrechen der politischen Lager. Ich habe 1988 eine Arbeit über das Gedenkjahr 88 geschrieben. Da gab es noch fast alle Parteizeitungen. Das heißt, Parteien, es gab nicht nur die AZ, sondern es gab Bundesländerparteizeitungen, etwas, was heute praktisch unvorstellbar ist. Im Oktober 88 wurde der Standard gegründet, als Stimme einer neuen Generation. Also, und wir haben in Waldheim, der Waldheim-Debatte, plötzlich, und das ist, glaube ich, das, was alle diese Debatten ausmacht, Konstellationen jenseits der politisch-ideologischen Lager. Es gab eine Generationenfrage, es gab quasi es gab die Partei des anderen Österreich, könnte man sagen, wo du ja einer der wichtigsten Proponenten war. Es gab auch erstmals die Vorstellung, dass es jüdische Österreicherinnen und Österreicher gab, die eine Stimme haben und etwas anderes denken. Also wo gerade diese linke Koalition, wir alle gegen die Kronenzeitung, ja, zerbrochen ist, als Ruth Beckermann 87 geschrieben hat, wenn ich dieses Denkmal, in Parenthese, wozu doch das ganze andere Österreich eingestanden ist, wenn ich mir das anschaue, fühle ich mich unzugehörig. Ja? Also hier sortiert sich das Mindset einer Gesellschaft neu. Also es ist praktisch, dass Erich Hobsbawm spricht ja vom Ende des ideologischen Zeitalters und Gedächtnis ist, denke ich, das Leitwort, dass mit dem dieses Ende des ideologischen, auch das Ende der politischen Leidenschaften des 19. Jahrhunderts einhergeht. Genau, wir müssen uns immer erinnern, was 89 und 90 bedeutet hat. Also so kritisch man auf der Linken gewesen ist bezüglich der Sowjetunion, es war sozusagen die Realisierung einer linken Utopie und Sozialvision. Naja, es ist sehr interessant, also stimme in allem zu. Und hinzu kommt noch, es gibt aber eine Ideologie außereuropäisch, die einen riesigen Erfolg feiert. Ich habe gerade vorher es falsch terminisiert und wurde korrigiert. Also 79 ist die iranische Revolution. Ja. Das heißt, es kommt, also sozusagen in den 70er Jahren, 60er Jahren werde ich noch groß mit dem Gedanken, wir schreiten einer gemeinsamen, wunderbaren Zukunft entgegen. Ja. Und jetzt plötzlich in diesem Zeitalter kommt der Gedanke auf, wir schreiten höchstwahrscheinlich alle zurück in verschiedene Formen des Mittelalters. Und es wurde in dem Panel davor kurz diskutiert, der Unterschied zwischen Kreisky und Wiesenthal. Ich finde, ein wichtiger Punkt, wenn wir über Waldheim sprechen und die ganzen Debatten ist, das, was Wiesenthal und Kreisky auch unterschieden hat, neben all den anderen Dingen war, Wiesenthal hat an das bürgerliche Gesetzbuch wirklich geglaubt. Der hat geglaubt, wenn jemand etwas gemacht hat, dann muss er nachher ins Gefängnis. Wohingegen Leute, die aus der Linken kommen, auch bei mir, wissen, dass es eine Klassenjustiz gibt und haben ein gewisses Misstrauen und denken sich, was kann man jetzt eigentlich von dem, auch wenn er was gemacht hat, was kann man heute mit ihm Produktives für die Zukunft tun? Solange Zukunft da ist, ist das doch die entscheidende Frage. Und das unterscheidet Kreisky von Wiesenthal. Und deswegen versteht Wiesenthal auch zuerst
die Waldheim-Debatte überhaupt nicht, abgesehen davon, dass es gegen die Partei ist, mit der er sympathisiert, der ÖVP. Aber abgesehen davon ist es ja kein Gerichtsfall. Und das Verständnis, dass es einen Unterschied gibt zwischen Kriminal und Hofburg, ist in Österreich irgendwie zunächst einmal nicht durchzusetzen. Ja? Also wenn er nicht im Gefängnis ist, dann muss er in die Hofburg. Ne? Wir sehen das jetzt übrigens ein bisschen in der Debatte über Kavanaugh wieder. Nicht? Also wenn er nicht ins Gefängnis kommt, dann muss er ins Oberstbüro, dann ist ja klar. Aber, und auch die Art und Weise, aber wurscht, ich fliere ab. Der entscheidende Punkt ist aber auch, dass wir im Jahr 86 eine ganz andere Entwicklung noch sehen. Waldheim ist das Auslaufmodell. Waldheim ist nicht der Prototyp einer neuen Politik, aber es ist der neue Ton gesetzt. Was in jenem Frühjahr, wogegen wir auftreten, ist ja eine neue Unverschämtheit. Wogegen wir auftreten, ist ja, dass da einer redet und das, was er sagt, stimmt nicht, aber es stimmt ein. Es stimmt die Mehrheit ab und es stimmt die Minderheit nieder. Was wir erleben ist, dass es wurscht ist, ob es wahr ist oder nicht. Diese neue Politik übernimmt im Herbst zum Erstaunen und Entsetzen der ÖVP nicht Alois Mock, sondern Jörg Haider. Und Jörg Haider wird zum Prototyp eines neuen Modells, eines Politikers, der in Österreich, kann man sagen, erfunden wurde, aber jetzt momentan eine internationale Karriere feiert in verschiedenen Ausformungen. Und das Interessante ist, warum sind wir so fasziniert von diesem Film? Das ist so eine gewagte und spannende These. Also du würdest sagen, die Welt verdankt Donald Trump Jörg Haider. Ich finde, es ist als These. Als Hypothese ist es doch nett. Ne? Aber es gibt doch einiges, was uns auffällt. Nämlich absolut. Jörg Haider ist ja auch kein Strache. Erinnern wir uns. Nicht? Strache ist ja in Wirklichkeit daneben eine fade Figur. Mhm. Nicht? Jörg Haider ist eben jemand, der immer provoziert. Ja. Und der auch, also Strache ist, also der eine ist eine extremistische Persönlichkeit, das andere ist ein radikaler Ideologe, der sich sehr nett zu benehmen weiß, aber genau weiß, was er will. Mhm. Und das sind die Leute, die wir teilweise heute sehen. Absolut. Heinemann, das ist, also wir haben noch ein paar Minuten, das ist natürlich in unserem Zeitalter, daran hat es jetzt gerade angeschaut, also Sommer, glaube ich, 86 ist der berühmte Putsch in Innsbruck. Steger, Vizekanzler der rot-blauen Koalition, wird weggeputscht von Haider. Franitzky beendet die Koalition, Neuwahlen und so weiter, große Koalition. Wie, also einer historischen Perspektive, wie auch wieder amerikanische Studenten, du musst ihnen das Haider-Phänomen 86 und die Jahre nach erklären. Was ist deine Einschätzung? Naja, also Historikerinnen tun sich schwer mit Spekulationen, aber wir können uns schon die Frage stellen, warum findet ein Jörg Haider so eine Resonanz? Ja? Und ich denke, es kommt schon aus diesem Habitus des dritten Lagers nach 45. Also der Habitus, sich anpassen zu müssen, Dinge nur im Hinterzimmer aussprechen zu können. Also er gibt eben diesen Andeutungen, es ist eine ganz besondere Sprache in Bezug auf den Nationalsozialismus. Und es ist schwer einzuschätzen, ist das Kalkül? Oder ist das gewissermaßen etwas, was ohne groß zu denken rausrutscht? Und diese Unterscheidung ist schwierig. Aber wenn man denkt zum Beispiel, das, was er am Ulrichsberg gesagt hat, oder Worte wie ordentliche Beschäftigungspolitik im Dritten Reich, die ja dann genau als Gegenreaktion zur Franitzky-Erklärung geführt haben, dann sind das ständige Tabubrüche und das war schon etwas Neues, ein neuer Ton in der Politik, da stimme ich dir, auch europaweit und vielleicht noch darüber hinaus. Aber diese Tabubrüche haben natürlich genau in die tabuisierten Ebenen des Diskurses gestoßen. Und eines dürfen wir nicht übersehen, im Juli 89 hat Österreich das Beitrittsansuchen an die EU gestellt. Das heißt, vieles, was dann passiert ist, gerade auch die Franitzky-Rede, war ja gewissermaßen, wir müssen moralisch diesen EU-Prämissen folgen. Und das war ja der Glauben noch von uns allen, würde ich mal sagen, was immer in Österreich passiert an Rechtsentwicklung. Wir haben das Korrektiv der Europäischen Union. Und auch dieser Zukunftsglaube ist uns ja jetzt verloren gegangen, im Wesentlichen.
die Vranitzky-Rede 1991 erstmals offizielles sozusagen Eingeständnis der Verantwortung für das Nazireich. Ja. Wie war es für dich persönlich, 86? Woran erinnerst du dich am meisten? Naja, ich muss dazu sagen, dass es für mich schon sehr beeindruckend war. Ich habe es auch so erlebt, dass Leute aus den verschiedensten Gruppierungen, die ein paar Jahre vorher nichts miteinander zu tun gehabt hätten, weil sie aus verschiedenen Kadergruppen gekommen wären oder aus bürgerlichen Gruppen. Also da saß dann der Gerhard Bronner und andererseits der Robert Schindl und also die Jelinek, also verschiedenste Leute zusammen. Und für mich ganz persönlich, muss ich sagen, kann ich schon sagen, ich hatte eigentlich vorgehabt, nicht in Österreich zu bleiben. Und ich kann schon sagen, Waldheim hat mich zum Österreicher gemacht, weil plötzlich war diese ganze Äußerungen, die ganzen Äußerungen, die ich vorher getan hatte und die auf Unverständnis stießen. Übrigens auch teils im jüdischen Bereich, aber auf jeden Fall unter meinen nichtjüdischen Freunden. Plötzlich fand das unglaublichen Anklang, ja, und ich begann, vorher hatte ich sage es ganz leise, Gedichte geschrieben, damit habe ich zum Glück aufgehört. Und dann begann ich eben Prosa zu schreiben und das waren teilweise eben Essays und dann auch Geschichten. Also für mich war das sehr wichtig und wenn du mich so persönlich fragst, sicherlich ein entscheidender Punkt, warum ich aufgehört habe, nicht Medizin zu studieren. Also müssen wir Kurt Waldheim noch einmal Danke sagen. Würde ich auch sagen. Vielen, vielen Dank fürs Kommen. Wir haben jetzt eine halbe Stunde Pause, bis wir zum nächsten Jahr, das geht ja rapide in die Gegenwart, 88 bis 98, sehr, sehr spannend wieder. Ich möchte noch mal daran erinnern, dass wir den besten Kaffee Wiens haben. Ich lade Sie ein, den zu probieren und ich möchte mich ganz herzlich bei euch beiden bedanken. Das war so spannend und ja, kommen Sie in einer halben Stunde wieder.